hier Strahlen ist super, aber ja, dann lass doch rübergehen, komm. Du kannst ja eigentlich alles. Modeln, singen, Fußball spielen. Nur mit den Ladies klappt es nicht. Warum? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste es auch gerne mal. Ich kann es nicht beantworten. Sollen wir mal helfen? Das wäre super. Vielleicht würde es so klappen. Nein. Da links ist es woanders. Links ist woanders. In Afrika geboren. Einen machen wir sofort. Wir sind alle ganz entspannt. Eine Herzensangelegenheit für dich heute Abend. Ja, ich komme natürlich aus Südafrika und ich habe hier schon vieles erlebt und daher finde ich auch wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt, wo man die Menschen dort wirklich unterstützen kann. Kommt ein bisschen closer, wenn Tom Jung das was man sagen würde. Als Musiker, was spielt man da zu Weihnachten? Ja, was hört man sich an? Ich bin Jude, von daher ist es für mich schon mal etwas besser. Ich höre nur das, was die anderen spielen. Ist auf dem Weihnachtsmarkt? War ich schon gestern und ich habe nur noch eine Sitze. Ja, wir sind eigentlich seit 10 Jahren zusammen, haben 5 Kinder gemeinsam und Musik ja jetzt muss ja nachher noch fliegen. Ich feiere heute schön, sie fliegt wieder zurück nach Berlin, zu den Kindern, zu unseren 5. Wir sind sonst schnell. Irgendwer muss sich ja kümmern, das ist unfassbar. Schule und so. Großartig, diese Gemeinsamkeiten auch noch erleben. Essen zu dir gern, kochen zu dir gern, schiebst du die Weihnachtsgans selbst ins Ohr? Ja, oder macht das Jochen? Nein, also dann für die Gans bin ich mal zuständig und er sagt auch gerne mal dumme Gans zu mir, daher passt das ja dann. Und ich finde, man braucht auch keine Angst vor haben, das ist gar nicht so schwer. Aber eine Bio-Gans muss es sein, gell? Ja, natürlich. Jochen, was wünschst du dir von der dummen Gans zu Weihnachten? Ja, also ich fliege über Weihnachten in den die ganze Zeit weg, weil sie einfach nicht kochen kann. Ich fliege seit 3 Jahren immer ganz weit weg, damit ich diesen Weihnachtsspaß nicht habe. Aber ich bin mir sicher, dass du sehr gut kochen kannst für ihre Familie. Also, du alleine Weihnachten, du machst die ganz. Ihr seid ein tolles Paar und der Hund ist heftig, gell? Vor 3 Wochen in etwa
bist du zum Hotel jedes Jahres gewählt worden. Eine tolle Auszeichnung, war ein toller Tag für dich, oder? War ein super Tag, also auch für das gesamte Team, das ist nicht nur Hotel jedes Jahres geworden, sondern das Hotel-Team wurde auch als Hotel des Jahres ausgezeichnet. Eine super Sache für uns, sehr gut. Und Smile, also dieses Jahr in München, aus deiner Sicht genau richtig, oder? Absolut richtig. München, die Stadt mit Herz. Wir tun gerne was Gutes. München ist ja auch eine sehr wohlhabende Stadt. Wirtschaftlich geht es uns gut. Und ich glaube, dass man mit diesem Erfolg, mit diesem Momentum, was in München ist, dass man da viel erreichen kann. Und wir würden auch ganz gerne, das auch schon mal als Andeutung, wenn es erfolgreich wird, auch gerne weitermachen, denn wir glauben, sowas gehört auch. Das kann ich machen. Wir haben im letzten Jahr angefangen, das in Hamburg zu machen. Das war die Premiere. Heute ist das zweite Mal. Aber ich muss sagen, nachdem wir Axel Ludwig getroffen haben, war das sofort Liebe auf den ersten Blick, wenn du so willst. Ich finde, er ist einfach ein sensationeller Hotelier, unglaublich engagiert und er macht die Dinge, die er macht, wirklich sehr, sehr gern. Und deshalb bin ich ja heute sehr froh und dankbar, dass wir hier sein dürfen. Ja, und ich könnte mir das gut vorstellen, dass wir hier das jetzt immer machen, dass das praktisch das Smile Hotel wird. Klaus, das ist ja nicht nur ein People-Magazin, sondern eine wichtige Säule vom Kloster ist ja auch der Bereich Bierleiter. Und da erleben wir immer wieder Menschen, die halt nicht im Blitzlicht stehen, wie wir heute Abend, sondern die dann eher auf der Schattenseite des Lebens stehen. Und wir kriegen ihre Geschichten mit, wir erzählen die Geschichten von den Menschen, denen es nicht so gut geht. Und da fühlen wir uns verpflichtet und wollen gerne helfen. Und wir wissen halt, am meisten leiden immer die Kinder darunter. Und deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir jetzt heute den Abend haben können, um den Kindern zu helfen, die wirklich dringend Hilfe brauchen. Und von mir aus auch wirklich Dank an alle Kollegen, die heute hier sind und die die Idee von Smile in die Welt tragen.